Recht herzlich willkommen zur 6. Folge von Europa Universalis 4. Ja, sind wir da drin, ne? Ja, letztes Mal hatten wir ja eine Waffenruhe hergestellt. Oder wie war das hier? Zu wenig Rivalen? Nee, das war es nicht. Unruhen auch nicht. Irgendwo hier, da steht's. Waffenruhe wird enden gegen England in circa 9 Jahren oder sowas. Ja, bis dahin müssen wir was tun, oder wie? Nee, müssen wir nichts tun, aber. Was haben wir hier? Das gehört noch den Engländern. Das haben wir noch nicht den abgeknöpft hier unten. Aber haben wir keinen Engländer mehr drin, ne? Wir haben unser Reich vergrößert. Ja, Provence. Es bedroht die Haltung zu uns. Ach so, das ist gar nicht unseres. Das gehört der Provence. Und das gehört uns, genau. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Weil wir keinen direkten Zugang haben. Hier ist ja Armagnac. Das ist auch doof, ne? Tja. Wie sieht's denn in der Provinz aus? Kernprovinzen. Kernprovinz, das können sich abschminken, ja. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte da rein und nicht da draufklicken. Katholisch. Kultur ändern wollen wir nicht. Baskisch. Baskenland. Wow. Was haben wir hier? Ach so, das ist Heiliges Römisches Reich. Mannstärke 90. Nachschublimit 23. Maximaler Verschleiß 5. Was ist das? Kriegspunktkosten Provinz 13. Prozent sind das. Aha. Was haben wir hier? Vor Level 2. Was hat dieses 1% hier? Garnison 2000. Hier gibt's Wein. Okay. Ist klar. Was haben wir hier? 100% aller Gelder in Bordeaux bleiben an Umschlagplatz. Ist das denn richtig so? Kann man da was anklicken? Nee. Bordeaux. Also, das ist das, was die da abschöpfen. Frankreich. Flussaufwärts. Das ist ja hier irgendwo Bordeaux, ne? Da müsste es liegen im Endeffekt. Die Kastilien, die haben da nichts mit zu tun. Handel abschöpfen. Haben wir Händler noch frei? Null Eurer, insgesamt zwei Händler sind verfügbar. Irgendwie bräuchte man mehr Händler, um Geld zu kriegen, ne? Kann man da was tun? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist das denn hier? Nationsepos, ach so, Landesmodifikation. Diplomatie. Warum haben wir jetzt hier die Engländer angezeichnet? Ich hätte gerne nicht die Engländer, sondern mich angezeigt. So, jetzt haben wir Königreich Frankreich. Was haben wir hier? 6 von 5. Ach so, die be unterstützen Beziehungen. Prozent. Kosmopoliten. Ja. Landesmodifikation. Kann man hier nicht was mehr kriegen? Das Geld sieht schon wieder einigermaßen positiv aus. So, Darlehen, ja, können wir das mal irgendwann abbezahlen? Wahrscheinlich eher später. Zurzeit 57 Kröten. Und Zähne haben wir hier. Wir machen mal plus die 2,25.
Nee, 0,97. Warum dann hier 2,24 steht, weiß ich auch nicht. Erträge, Aufwendung. Hier so T-Konten-mäßig, ne? Handel. Im Handel verdienen wir 2,86. Warte, wir können mal hier laufen lassen, denke ich. Embargo gegen uns? Wer macht das denn hier sowas? Burgund, okay. Achso, da haben wir schon mal dran gearbeitet, glaube ich, ne? Nur ein Händler per Umschlagplatz ist erlaubt. Oh, da ist was Neues passiert. Oh, da müssen wir mal gerade stoppen. Das muss ich gucken, was das ist. Die Herrscher von Froh wünscht eine Staatsehe mit einer Angehörigen eurer seine Herrscher einzugehen. Die wird unsere beiden Länder enger aneinander binden. Wo ist denn das? Kann ich das irgendwo sehen? Vielleicht politische Karte, dann sehe ich das vielleicht besser, oder? Ja. Sehe ich jetzt nicht wirklich, dass... Doch, da ist es doch. Gehören die zu uns oder nicht? Das ist die Frage. Das war schon richtig, aber da muss ich wieder dahin. Ach, das ist ein Vasall. So, da drunten steht, was sich verbessert, oder wie sehe ich das? Ja. Ja, komm, das machen wir, oder? Gut. Hier waren wir eben stehen geblieben. Jetzt können wir wieder laufen lassen. Feudalmonarchie. Militärische Technologie. Nationale Idee. Was heißt dieser Balken? ...448 Punkte haben wir, 568 brauchen wir, das wären noch 120 Punkte, alles klar. Am 20. Dezember können wir das durchführen, die Zeit läuft aber weiter. Interessant. Es dauert noch ein ganzes Jahr. Orléans möchte auch eine Staatsehe. Ja. Rechtmäßigkeit ändert sich um -2. Oh Gott, der nächste auch noch. Komm, das akzeptieren wir mal. Und da ist schon wieder der nächste. Wer ist das jetzt? Armagnac. Okay, die wollen das auch noch mal. Ja, warum nicht? Wir gehören zueinander, würde ich sagen, ne? ...456 haben wir. Ist ja schon ein bisschen mehr geworden, um 10, ne? Ja, trotzdem im Dezember erst fertig. Komisch. Naja, wird schon werden. Unruhen gibt's auch, aber die sind, glaube ich, nicht so schlimm. Mittelalterliche Verwaltung. Die Erdstufe ist die frühe Karaka. Hier haben wir Erdwall.
Wir haben keinen Vorausbonus. Gut, was haben wir hier? Französische Idee. Freigeschaltet bei nationale Ideen. Kann ich hier noch was auswählen? Wirtschaftsideen, die wären ja wichtig, ne? Aber da können wir nichts machen. Das funktioniert erst, wenn, ne? Das zu. Da können wir auch nichts anklicken. Gut, weiter. Ja. Zu lange schon wurden die Länder Frankreichs von den Le Roastbeefs vergiftet. Die Ehre Frankreichs verlangt ihre Vertreibung. Tja. Die Mission haben wir noch. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das machen wir, wenn der Frieden vorbei ist. Verlegt den Hof nach Versailles. Okay. Ach so, da brauchen wir was anderes dann noch. Na, das lassen wir erstmal noch. Stabilität und Expansion. Kriegsmüdigkeit ist natürlich relativ hoch. Wie verringern wir die? Diplomatische Macht verbrauchen, das war hier, ne? Ja. Vielleicht sollten wir die mal einmal verringern. War jetzt hier zwar nicht so dolle, aber vielleicht kriegen wir das auch noch weiter runter. Nummer 75. Ich glaube, das mache ich nochmal. So sieht das doch besser aus, oder? Vielleicht nochmal? Stabilität. Können wir die Stabilität steigern? Ja, bringt das was? Jetzt sofort, ne? Was haben wir hier? Global Konzern. Alles nicht so dolle hier. Rebellen haben wir nicht. Bürgerkrieg und Bauernkrieg wäre da noch. Der Papst, was will der von uns? Ach, hier hatten wir einen, ne? Steht aber nix. Verteidiger des Glaubens. Ah, hier ist es jetzt die Papstübersicht. Wir stehen da an zweiter Stelle. Haben einen aktiven Kardinal. Andere haben da zwei. Burgund, Aragon. Bayern, cool. Aber die Engländer haben hier das Sagen, oder was? Okay. Freut das? Ich bin ja nicht so der Fan von Religion. Ja, was machen denn unsere Klamotten hier so eigentlich? Was ist das? Das ist ein Schiff, eine Kogge. Hat man nicht noch eine zweite? Ja, genau, da unten. Dann bringen die doch mal nach da, damit die eins sind. Hoffentlich kennt dann die nirgendwo oder werden angegriffen oder sowas. Und ich glaube, wir können mal vielleicht zusehen, dass wir noch eine mehr bauen. Schiffsbau. Können wir mal eine Kogge noch bauen? Eingereiht. Ach so, da wird noch einer gebaut. Okay. Ja, macht aber Sinn, dass wir noch welche kriegen. Weil wir würden ja ganz gerne, ne? Hier oben. Militärzugang haben wir ja schon.
Irgendwann haben wir sie dann raus, die Engländer. Wollen wir hoffen. Gut. Hier geht's voran, das ist doch auch schön. 21 Taler haben wir schon. Zinsen, Armee und Flotte kosten uns Geld. Und die Berater kosten natürlich auch Geld. Unser Schiff kommt hier gerade um die Ecke, oder wie sehe ich das genau? Können wir auch Portugal mal sehen. Hier unten die Molukken oder sowas. Keine Ahnung, wie die heißen. Okay, das funktioniert erstmal. 4 und 17, da haben wir 11 stehen. Hier unten eigentlich ein Heer? Nicht wirklich. Okay, da sind jetzt 2. Ach so, da kann man sehen, dass noch was gebaut wird, ne? Da und da auch. Ach, guck mal, da ist noch einer. Dann mal gleich rüber. Bucht von Quiberon. Was sind das denn hier eigentlich für Länder? Provence gehört das. Das dann auch. Das ist Orléans. Können wir die nicht irgendwie so übernehmen? Aber Land, das sollte man auch anzeigen. Ach so, okay. Einfluss. Annexion fordern. Da braucht man Diplomaten. Wo hängen die denn rum? Entschuldigung. Oh, einer ist verfügbar. Schicken wir den doch mal da hin, ne? Geht das? Wo sehe ich den denn jetzt? So, den haben wir hier wahrscheinlich drin. Ich erkenne das zwar nicht, aber hier wird er irgendwo sein. Hier, das ist das Zeichen dafür, wa? Ja. Gut, dann schicken wir doch mal dann Diplomaten hin, oder? Was steht jetzt da? Ein Darlehen wird bald fällig. Okay. 1451, okay, da kommen wir aber hin. Gut, Diplomatie. Nee. Handel, wie kriege ich denn die Diplomaten jetzt hin? Da. Ja, da muss ich den dahin haben. Plus 190 muss der von uns haben. Kann ich das hier irgendwo sehen? Ja, ist doch 198. Die Orléansche Meinung von Frankreich. Ach so, umgekehrt ist es. Das ist unsere Meinung, das ist die von Orléans. Okay, da fehlt's noch. Da müssen wir noch diplomatisch dann dran arbeiten.
Ja, gut, okay. Werden wir uns nächstes Mal drum kümmern. Dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.